Zwei Jahre nach dem Neustart von Tomb Raider wagt sich Lara Croft ins nächste Abenteuer, diesmal auf der Suche nach dem ewigen Leben. Mit im Gepäck sind atemberaubende Action-Einlagen, wieder mehr Rätsel und eine toll in Szene gesetzte Geschichte. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war verwirrt. Nein! Der Tod des Vaters bleibt für Lara Croft ein einschneidendes Erlebnis, das nun auch in Rise of the Tomb Raider im Mittelpunkt steht. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Das Spiel zeigt sich im Test abwechslungsreicher als der direkte Vorgänger. Lara Croft muss deutlich vielfältigere Herausforderungen bewältigen. Geschicklichkeit beim Klettern ist ebenso gefordert wie Denkvermögen beim Knobeln sowie der gekonnte Einsatz des Waffenarsenals bei den Kämpfen. Für weitere Abwechslung sorgen Schleichpassagen und der Kampf ums Überleben in der kalten Wildnis. Ich muss mehr sammeln. Irgendwas ist hier. Die filmreife Inszenierung macht dabei genauso viel Spaß wie die Schauplätze im Wüstengebiet und im eiskalten Sibirien. Abzüge in der B-Note gibt es vor allem für die Charaktere, die etwas Tiefgang vermissen lassen. Einige Nebenmissionen ziehen sich zudem in die Länge und auch einige kleine Grafikfehler hätten nicht sein müssen. Das ändert aber wenig daran, dass Rise of the Tomb Raider beste Unterhaltung bietet. Laras Auftritt ist laut, rasant und stimmungsvoll. Verdammt, komm schon.